Man hört hier auch schön die Musik von den unteren Teilen von Magmor. Typus Magmor. In Höhlen lebende feuerspuckende Schlange. Magmors bevorzugen extrem heiße Bereiche und sind besonders empfindlich gegenüber niedertemperatierten Waffentechniken. Gänzlich ohne Sehvermögen verlassen sie sich auf Ultraschallreflexion, mit deren Hilfe sie sich durch Lavaströme navigieren. Zu diesem Zweck haben sie Rezeptoren ausgebildet. Darüber hinaus verfügen Magmors über einen hochsensiblen Geruchssinn, der ihnen eine präzise Ortung von Beutetieren ermöglicht. Puffer, instabiler mit Gas gefüllter Organismus, platzt beim Berühren. Puffer füllen ihre Körper mit tödlichen Metavibriumgas und schweben durch ihr Habitat, um Nahrung zu suchen. Wenn sie zerplatzen, wird dieses Gas freigesetzt. Obwohl diese fragile Struktur besitzen, gehen Puffer bei der Jagd sehr aggressiv vor. Die Gaswolke, die sie nach ihrem Ableben hinterlassen, lässt meistens auch ihre Angreifer verenden. Also die sind hier auch recht schnell eigentlich besiegt. Das ist nicht. Hier ist, glaube ich, wieder Sandstein. Ja, dann geht's auch zum Aufbau weiter. So, hier haben wir einen Ankerpunkt. Die Analyse weist ein mögliches Ankerpunkt für den Grapple Beam aus. Der Grapple Beam wurde durch die Explosion auf der Forschungsfregatte beschädigt und ist außer Betrieb. Werden wir aber schon irgendwie wieder aktivieren können. Vulkanischer Klammerbock. Stark gepanzerte Kreatur mit kraftvollen Kiefern. Der vulkanische Klammerbock legt sich Vorräte an. Er sammelt kleinere Lebewesen und Nahrung und lagert sie an einen bestimmten Ort, um sie später zu verzehren. Seine harte, dreigeteilte Kieferpartie dient zudem zum Transport. Oh Gott! Und Geröll. Sie ist stark ausgebildet und es ist dementsprechend schwer, seine Umklammerung zu entfliehen. Das Problem ist nämlich, wir müssen hier durch. So.
Jetzt schaue ich mal eben kurz auf die Karte. Im Moment sieht es eigentlich nur danach aus, dass wir nur hier hinkommen. Klar, so rüber. Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Hier in der Nähe müsste, wenn ich noch richtig informiert bin, so sieht es übrigens dann aus, wenn man dann so ziemlich mal die Karte aufdeckt. Hier ist dann die Talon-Oberwelt, hier die Ruinen von Koso, hier die Höhlen von Magmor. Der Scan weist auf Brüche in der Struktur aus Bendizium hin. Bendizium ist Material, das wir im Moment noch nicht durchdringen können. Dementsprechend gibt es darüber noch keine Sachen. Das war jetzt wieder mein Firmenhandy. Da hat mir irgendjemand wieder eine Mail geschrieben. Stimmt. Da wollte man mir noch was schicken. Das fällt mir jetzt auch gerade wieder so ein. Alles klar. So. Das war jetzt mehr Glück als Verstand. Hier können wir zu dem westlichen Teil der Talon-Oberwelt. Ich werde da auch erstmal hingehen. Weil tendenziell ist. Es gibt nur eine. Ja. Kleine Sache bezüglich der Beam-Techniken.
Das werden wir allerdings dann sehen, sobald wir die erste Beamtechnik überhaupt gefunden haben. Übrigens mal, um zu zeigen, wie sonderlich weit das ist. So. Also man sieht hier, nicht sonderlich weit, nicht sonderlich viel. Jetzt bin ich runtergefallen. So. Man kann da natürlich auch hin lang und alles. Geht alles. Ob es Sinn macht, ist natürlich eine andere Sache. Bin ich gerade aber ein bisschen ratlos. Ach so, alles klar. Dafür ist das. Ich werde beim Schiff jetzt abspeichern. Und werde dann auch für heute beenden. Denn das Schiff ist das einzige, was nicht nur den Energie-, sondern auch den Munitionsvorrat nämlich auffüllt. Und damit würde ich sagen, mache ich einen Cut und sage bis zum nächsten Let's Play Part. Blatrix FB meldet sich ab.